Und hier bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Marco Reinke, denn du beobachtest seit Tagen immer wieder die Entwicklungen in der Ukraine. Was ist in den letzten Stunden tatsächlich, also in der Nacht und am frühen Morgen passiert? Man hat immer das Gefühl, dass gerade gar nicht so viel passiert, aber man muss dazu sagen, diese heftigen Bombardements, da zeigt sich doch einiges. Und ich habe mal eine Karte mitgebracht, die sich etwas unterscheidet zu dem, was wir die letzten Tage gesehen haben und die vielleicht zeigt, wo aktuell die Hauptaugenmerke der russischen Kräfte liegen, wo man sich hinbewegen will. Diese roten Flächen, das sind die Bereiche, wo man sagt, die sind jetzt schon fest in russischer Hand. Und jetzt sehen wir hier ganz viele kleine Pfeile, aber da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, denn wir haben hier diese blauen Linien und das sind die festen Verteidigungslinien der Ukrainer, die momentan eben noch sehr gut standhalten, die da einen wahnsinnigen Widerstand leisten. Aber aus diesen roten Pfeilen heraus, die eben die Bewegungen oder die strategischen Ansätze der russischen Streitkräfte zeigen, die zeigen eben, was die zwei Hauptziele sind. Zum einen bewegt sich das hier oben von zwei Seiten, von Westen und Osten, das sehen wir auch schon seit einigen Tagen, eben auf Kiew zu. Da versucht man das Ganze so ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Da macht man jetzt eben auch einige Fortschritte, wobei man auch sagen muss, eben aus dem Norden, aus dem Nordwesten heraus kommt man da nicht so schnell voran, wie viele Militärexperten das eigentlich mal gedacht hatten. Aus dem Osten geht das etwas besser, aber auch da kommt man eben nur müßig voran. Von daher diese große Offensive auf Kiew, die lässt weiter auf sich warten. Und ein weiteres Ziel, das lässt sich hier unten erkennen, das ist nämlich diese Bewegung aus dem Süden, aus dem Osten heraus auf Dnipro. Das ist eine sehr wichtige Stadt, die so ein bisschen im Zentrum dieser umkämpften Gebiete liegt. Und das sind eben die zwei Bewegungen, die wir aktuell in der Ukraine sehen. Was lässt sich jetzt daraus schlussfolgern? Naja, wir sehen zum einen, dass momentan noch keine Bewegung in den Westen des Landes stattfindet. Und das ist ja auch ein recht interessanter Fakt. Gleichzeitig hat man jetzt so ein bisschen die Taktik umgestellt. Man versucht jetzt mit deutlich mehr Luftangriffen zu agieren. Und daraus kommen eben auch diese heftigen Zerstörungen. Und ich habe mal ein paar Satellitenbilder mitgebracht, die so ein bisschen den Vergleich zeigen. Wir haben hier links ein Einkaufszentrum vor der Invasion Russlands und hier drüben sehen wir die verheerende Zerstörung danach. Das ist in der Stadt Mariupol aufgenommen. Eben, das ist ein Beispiel, wo man eben sieht, wie heftig die Zerstörungen sind. Hier ein weiteres Beispiel, das ist ein Logistikzentrum im Hafen von Mariupol. Auch hier eben die Zerstörungen auf der einen Seite beziehungsweise eben das Bild vor der Invasion auf der anderen Seite. Und das sind Bilder, die wir jetzt überall sehen. Hier nochmal zwei Wohngebiete im Vergleich. Also eben heftige Bombardements auf viele Städte. Gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal auf die Invasion bzw. eben auf die mögliche Offensive vor Kiew eingehen. Und dafür habe ich nochmal eine Karte mitgebracht, die das auch nochmal ein bisschen erklärt, wo wir mal ein bisschen dichter rangehen. Wir sehen hier die roten Bereiche, die eben momentan vor allem in russischer Hand sind. Das Weiße, das sind die wichtigen Zufahrtsstraßen in die Stadt herein. Und man sieht eben jetzt in den letzten Tagen diese Offensive hier in Irpin und Bucha beispielsweise, wo man sich vor allem von Nordwesten versucht hat zu nähern und jetzt eben auch aus dem Osten heraus, aber auch da eben noch viele Bereiche, die man versuchen muss einzunehmen, wenn die russische Seite wirklich eine Offensive auf Kiew starten will. Aber eben der Zeitpunkt, das bleibt weiter unklar. Und da muss man sagen, das wird sich dann jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen zeigen. Vielen Dank, Marco, für diese Überblicke, also wie es aktuell in der Ukraine aussieht. Danke.